So. Theoretisch und praktisch könnte es jetzt weitergehen. Aber wird es das auch? Oder wird alles relativ bald ein Ende finden? Man weiß es nicht. Das ist schon mal ein Fehlschlag gewesen. Jetzt habe ich nicht nur den Licker angelockt, sondern gleich auch noch Mr. T. Und ein Zombie von oben. Oh shit! Nachladen! Oh! Was zur Hölle? Wo kam der denn jetzt so schnell her? Das war doch gecheatet. Oder sind die jetzt hier zu zweit? Oh Mann, ey. So, wo bist du jetzt? Büro, Eingangshalle, Bibliothek. Büro, Eingangshalle, Bibliothek. Eingangshalle, hallo. Und sonst so. Der Junge, ne? Der weiß auch echt immer, wo ich hin will. Der wird echt langsamer dadurch. Nee, nee, nee. Oh, ich will das.
fuck me. Nein, falsch. Okay, das ist jetzt ein bisschen dumm gewesen von ihm. Aber er war oben. Vielleicht war es deswegen so. Okay, Moment. Wohin will ich jetzt? Ich will zum Uhrturm. Oh, crap. Und gerade jetzt habe ich natürlich die... Ja, klar. War ich nicht da. So viel zur Planung. Reparaturplan. Ja, moin. Oh, ey. Kann ein einziger Mensch nur so verpeilt sein. Heilung habe ich jetzt natürlich auch nicht mit. Er braucht auch schon Heilung. Wer braucht's? Niemand. Ich ganz sicher nicht. Lol, lol, lol. Moment. Achso. Hier ist sicher ganz sicher keine Heilung. Und vor allen Dingen ist hier ganz sicher nichts, was ich brauche. Das wäre ja völlig absurd. Okay, wo ist denn jetzt hier der... Das ist ein grünes Kraut aus dem Uhrturm. Aus dem Uhrturm raus. Aber da ist auch er. Ernsthaft, wo ist jetzt der nächste und naheliegendste Safe Room? Es ist eine Aneinanderreihung von Enttäuschungen. Nee, ich glaube, er kann hier nicht rein. Ehrlich gesagt, mache ich mir jetzt wirklich keine Hoffnung, dass ich hier lebend rauskomme. Aber schauen wir mal. Oh, Moment. Das ändert alles. Shortcut zu meinem Lieblings-Safe Room. Den ich jetzt, glaube ich, zum 11. Mal begehe. Pistolenmunition. Ein Segen.
Oh, warte, nee. Und genau, der ist auf 3. Ich glaube, damit kann ich leben. Nicht, dass ich hier jetzt wirklich was mit dem Ding hier gegen Mr. T ausrichten könnte, aber... Sieht man das Funkeln in meinen Augen? Beziehungsweise in Claires Augen? Ich frage mich gerade, was ist Claire eigentlich? Die sieht ja noch ausgesprochen jung aus. Ist die Studentin oder was macht die? Weil, bei der Polizei oder so ist die ja nicht. So wie ihr Bruder. So, gemäste Kräuter. Nehmen wir einfach 2 von mit. Einen davon benutzen wir gleich. Sollte ich noch irgendwas mitnehmen? Ich glaube nicht, ne? Vielleicht ein paar Brandgranaten. Oder normale Granaten. Du, ich nehme einfach mal ein bisschen Handgranaten mit. So, einen davon benutzen wir. Dann nehme ich noch hier Handgranaten mit. Denn wieso nicht? Jetzt chillt er da wieder rum. So, warte. Ich muss jetzt natürlich nach oben, ne? Das heißt, ich muss warten, bis er nach unten geht. Oder ich knall ihm 3 Säuregranaten ins Gesicht. Ah, doch so, ne? Ich muss nach oben. Ja, klar. Oder... Ne, einen anderen Weg gibt's nicht. Für mich aktuell. Ich habe nämlich... immer noch keine Kurbel gefunden. Oder aber... Nee. Nee, nee, nee. Keine Option. So, ich könnte natürlich jetzt versuchen, mir eine reinhauen zu lassen, ihn hier runterlocken. Oder ihm geschickt ausweichen, natürlich. So wie es meine Art ist. Geschicklichkeit und so. Wird es etwa von Erfolg gekrönt sein? Es wird von Erfolg gekrönt sein. Ich bin unwahrscheinlich schockiert. Kleines Zahnrad, komm mit mir. Sei nicht traurig, bleib nicht hier. Oder so. Hei, hei, hei. Muss ich jetzt tun? Muss ich jetzt einfach nach oben gehen? Ach nee, Moment, jetzt muss ich. Oder?
Das ist noch gar nicht so lange her, ne, dass ich das mit Leon gemacht habe und schon ist alles wieder vergessen. Eine große, große Traurigkeit macht sich breit. Aua. Mein Weg wird ein anderer sein. Nee, warum weißt du sowas? Ich hätte es lieber nicht gewusst. Verpacktes Elektronikteil. Untersuchen. Spatze. Raus mit dir. So. Ich weiß, wo ich hin muss. Ja, Motherfucker. Ich weiß, wo ich hin muss. Ja, du kannst mich mal. Weißt auch du, wo du hin musst? Scheinbar nicht. Moment, ich hab gedacht, du stehst da. Offensichtlich nicht. Ich hoffe, du bist jetzt nicht hier. Warum stöhnst du denn so, Claire? Du bist doch gesund. Tut hat der Not, Mensch. So, warte mal. Doch. Aus irgendwelchen Gründen brauche ich diesen Karo-Schlüssel noch für irgendetwas. Ich weiß nicht für was, aber für irgendwas wird es wohl sein. Nice! Das ergibt doch erst keinen Sinn. Von wo kommt denn jetzt hier der Strom? Was? Nein. So, das geht. Das ist Bullshit. Das geht. Das ist auch Bullshit. Das ist alles Bullshit. Ich müsste das hier so lang laufen, oder nicht? Da müssen drei Stromdinger ankommen. Okay.
See you again, Claire. We've got unfinished business. Where's that? In the neighborhood. You'll find it. Sherry, all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her... Stupid kid. If you just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go. Don't worry, Sherry. It'll be all over soon. There has to be a way out of here. Ooh! It's Sherry time! Genau, so eine Puppe will ich definitiv. Meine Fresse, wer kauft denn seinen Kindern sowas? Ich will schon wieder kombinieren. Ich bin total niedlich. Block. Ein Bildblock. Ah. Ah, Rätsel. Jetzt weiß ich, was du meinst, Sushi. Aber ich frage mich immer noch, was das für eine... Das ist eine Schuluniform. Was ist das denn für eine Schule, bitte? Warte mal, können wir das hier besser sehen? Ist das Raccoon City? Mädchen? Internat? Geschichte? Gedöns? Ah, sie hat so ein Visitor-Armband. Fürs Labor. Sweet. Ein ausgesprochen verängstigtes Kind, möchte ich fast sagen. Ach shit, okay, das sehe ich jetzt erst. Das muss ich ja oben auch zusammenpassen. Ui. Okay, innen und außen passen. Die beiden passen nicht. Tada. Der eine drückt wild Knöpfe, der andere trollt. So ergänzen wir uns beide, Steffen. Eine Kinderschere. Ich kann Kinderrätsel lösen, das ist korrekt. Also ich bitte dich, Sherry, das hättest du auch ohne Schere geschafft. Da bin ich mir ziemlich sicher. What is this? Ist
die macht das auch, dieses Anime. Anime. Japan, was habt ihr mit diesen Ausdrücken? Warum atmet ihr alle so schwer? Sallys Tagebuch. 4. Januar. Ich liebe Mittwoche. Da bekommen wir nämlich Knabberkram und Eis. Mein letztes Waisenhaus war furchtbar. Die Lehrer waren alle fies. Immer nur lernen, lernen, lernen und niemals Eis. Es ist einfach furchtbar toll. Immer nur lernen und kein Eis. 10. Januar. Heute haben wir wichtige Regeln bekommen. Alle müssen Tagebuch schreiben, sich untersuchen lassen und wir dürfen nicht mehr alleine raus. Ist aber gut, dass wir nicht zur Schule müssen. Ich will nicht wegen meiner alten Klamotten gehänselt werden, besonders nicht von dem, der sie früher getragen hat. 16. Januar. Heute kommt der Waisenhausdirektor, deshalb werde ich mein blau kariertes Lieblingsoutfit anziehen. Der Direktor ist sehr groß, er hat einen Schnurrbart und er ist Polizist. Du, es kommt drauf an, wie alt das Kind ist. Wenn das jetzt ein Waisenhaus ist für Kinder bis 14 und das Kind wäre, keine Ahnung, 10, könnte ich dem das schon zutrauen. Gesetzt dem Fall, das hat, was steht da? Danger. Was auch immer. Gesetzt dem Fall, das hat. Irgendeine Art von Förderung empfangen oder erhalten. Das müssen ja nicht alle so scheiße schreiben wie du, Steffen. Konzentriere mich jetzt hier aufs Nicht-Entdeckt-Werden. Ich weiß auch, wie ich hocke. Ich hocke die ganze Zeit schon. Flower. Happy. Pink Log. Ach nee, Dog. Oh, sorry. Ein rosa Baumstamm hätte ich jetzt aber auch gut gefunden. Wenn ich mich recht entsinne, ist Steffen sogar älter als ich. Und wenn nicht, dann fühlt er sich zumindest so an. Das würde ich so unterschreiben. Ich wäre ein richtig guter Lehrer geworden. Aber ich habe es nicht bis dahin geschafft. Oh Gott. Ich muss ja zugeben, dass ich das Design in den Resident Evil Spielen immer sehr großartig finde. Dieses Krokodil, ne? Oder dieser Alligator, den kenne ich irgendwoher. Ich weiß aber nicht woher.
wie sie läuft. Ganz heimlich, so auf Zehenspitzen. Toms Tagebuch. Den ich da gerade begutachtet habe. Den Plüschalligator. Vor 2 Monaten habe ich Oliver einen Brief geschrieben. Immer noch keine Antwort. Nichts. Aber so ist das immer, wenn einer adoptiert wird. Er lebt bestimmt wie ein König in einem prächtigen Haus und hat uns vergessen. Ich dachte immer, Oliver wäre anders. Und würde immer mein Freund sein, dann lag ich wohl falsch. Anne hat heute den Kleinen eine Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, dass alle Kinder, die adoptiert werden, von den schwarzen Männern gefressen werden. Deshalb hört man nichts mehr von ihnen. Ich weiß zwar nicht, woher sie ihre Ideen hat, aber sie wäre bestimmt eine gute Autorin von Horror-Schundromanen. Okay. Die Wortwahl würde ich einem Kind jetzt nicht unbedingt zuschreiben. Hier stimmt was nicht. Und zwar nicht nur Annes Geschichten. Versteht mich nicht falsch, ich war schon an schlimmeren Orten und wir werden zwar von einem großen Pharmakonzern gesponsert, aber warum dürfen wir niemanden anrufen und nicht raus? Warum sind hier so viele Ärzte? Und was sind das für Spritzen jeden Tag? Ist fast wie... Ich werde adoptiert. Ja, ich. Die meisten Leute nehmen kleinere Kinder und ich dachte immer, ich wäre zu alt. Aber ich freue mich schon. Was? Ich bin total aus dem Häuschen. Am 20. reise ich hier ab. Ich werde alles tun, um ein guter Sohn zu sein, auf den meine neuen Eltern stolz sein können. Oliver ist heute mitten in der Nacht aufgetaucht. Er war total fertig und schrie um Hilfe. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Seine Gesichtshaut blätterte ab. Die Lehrer und Ärzte kümmern sich jetzt um ihn. Sie sagen, es sei nur eine Hauptkrankheit und er würde bald wieder gesund. Dann können wir wieder zusammen Abenteuer erleben. Ich dachte, du wirst adoptiert. Warum wirst du nicht mal adoptiert? Der hier. Dieser hier. Dieser Alligator. Also das Modell. Hast du ihn? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Na, nee, ich meine schon Alligator. Ich weiß nur nicht, woher. Oh, crap. Okay. Darn it! Das waren noch Kinderfilme. Ja, meine Erfahrungen mit Kinderfilmen sind sehr weitreichend. Ich wurde zum Teil stark traumatisiert von sogenannten Kinderfilmen. Hashtag das letzte Einhorn. Und ich habe den trotzdem geliebt, diesen fucking Film. Damn, was zur Hölle? Oh no, it's him. What the fuck?
Der singt doch Deutsch, oder nicht? Was will ich jetzt überhaupt hier? Ja, aber wo ist denn der Schlüssel? Ach hier. Ah! Oh. Where are you going, Sherry? Ich will den Schlüssel und abhauen. I told you to stay put. You need to learn to listen. Leave me alone. Just please. Time to teach some manners. In your face. You little bitch. You're gonna pay for this. Ah, you little shit. You hear? God damn it. You are gonna be so fucking sorry. Nee, nee, nee. Ich hau jetzt fucking ab. Ah, ich hab den noch gar nicht. Oh Gott, David! Help! Somebody, please! You stupid bitch, that's a dead end! Nee, nix. Nix ist ein Dead End. Das ist hier ein ausgesprochen guter Ort, um sich zu verstecken, du blöde Kuh. Oh Mist. It's all over now. Doors locked. Where are you? Show yourself. I know you're in here. The longer it takes me to find you, the worse it's gonna be. Glaubst du? Ich hätte nur gerne deine Schlüssel, mein Lieber. Diggi, was tust du hier? Oh, Diggi. Die Frage ist jetzt, ob sie auch eine gute Taschendiebin ist. Oh. Wo hängt sein Schlüssel, ist die Frage. Oh no, du siehst mich gar nicht. Nichts siehst du! Nee. Oh no! Was macht er denn jetzt mit mir? Sie sind in der Falle. Wieso hat er jetzt die Wand zugemauert? Oh, warte. Ach, stimmt. Ich muss ja weg. Halt, 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 halt. Ich kann halt auch nur hier, ich kann mich auch nur hier verstecken. Okay, also irgendwas muss ich hier tun. Oder hat er den, hat der Depp den, den Schlüssel stecken lassen? Da gucke ich gleich mal nach. Das wäre super strange und super traurig. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Show yourself! I know you're in here. The longer it takes me to find you. The worst it's gonna be. Nix weißt du. Oh, crap. Oh. Da ist ein Mr. Raccoon. Kriege ich den denn kaputt? Ah. Oh Gott. Oh Gott. Hier hat er freigeräumt. Ich verstehe.
Hätte ich unter dem Tisch bleiben sollen? Ich weiß es nicht. Oh, oh, it burns. Ah. Ich habe gesehen, dass der Schlüssel da hängt. Spiel, vielen Dank. Jetzt mach den auch mal bis. Bitte. Nein, macht sie natürlich nicht. Okay. What the fuck is my key? I see you. Nix siehst du. Nix siehst du. Du siehst gar nichts. Kinder sterben nie in Videospielen. Da hast du aber noch nicht Fallout gespielt, mein lieber Freund. Nein! Oh, come on. Oh. Okay. Da fehlt mir also etwas. Ich brauche... Der hat bestimmt, er ist bestimmt nicht alleine der Führer des Waisenhauses. Der hat bestimmt noch irgendwelche Wachmenschen am Start, von denen er ja auch geschrieben hatte. Er braucht mehr Wachmenschen. Beziehungsweise, nee, Quatsch, das war William Birkin. Aber er hat bestimmt noch so ein, zwei Wachmenschen vor seinem Waisenhaus abgestellt. Es geht ja schließlich um Testkinder. Und nachdem er dann diese ganzen Wachpersonen abtreten hat müssen an William Birkin, hat er seinen Wachmenschen bestimmt gesagt, ja, komm, dann macht mal eine Kette vor. Ne? Macht mal eine Kette vor. Ach so. Wann habe ich... Habe ich da irgendwas vergessen, oder? Nee, du siehst mich nicht. Oder muss ich die, die Kette einfach nochmal benutzen? Komme ich denn jetzt hier weg? Ich weiß es nicht. Game over, Sherry. Nein, nein, nein. Du willst immer, dass ich das auf leicht stelle. Das ist doch Bullshit. Das ist doch keine Frage der Schwierigkeit. Wie willst du mich denn gesehen haben? Das ist doch Quatsch. Okay, wo ist der Haken? Warte. Nee. Da ist der Haken auf jeden Fall nicht. I'm coming, Sherry!
Oh, damn! Dude! Übertreib mal nicht. Jetzt wirst du gegessen. Oh, what? Es ist Papa. Minuten früher. Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. What are you talking about? Don't waste my fucking time. Bring me the pendant or Sherry dies. The pendant? What do you need it for? Do you want the girl to die? Fine. Where are you? The orphanage. The orphanage? Where is that? In the neighborhood. You'll find it. Is Sherry all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her... Are you serious? Damn it! Just you wait, asshole! Hide and seek. Just you wait, asshole. Ich hatte hier alles, ne? So, jetzt ist die Frage. Nee, ich komme ja wieder her. Ist ja klar. Zweifellos komme ich wieder her. Ich muss jetzt erstmal in die Kanalisation rein. Ich lasse halt erstmal so. Und überlege nun, einfach mal in den Keller, wa? Ist offensichtlich der falsche Weg. Ja, ich weiß, ich bin falsch gelaufen. Oh, läuft bei mir, jetzt kommt mir der auch wieder entgegen. Das kann nicht wahr sein. Mein Leben. Die Musik ist eindeutig zu dramatisch für meinen Geschmack. Japp. Ach klar. Derp. Falsche Richtung. Warum nicht gleich so? Er war sich doch so sicher, ja. Ja. Ich bin alt und mein Gehirn ist aus der Übung. Mir fehlt die Muse. Und ein Gehirn außer Übung. Ja. Was das bewirkt, das siehst du jetzt hier so. Ganz, ganz gut. Ja, genau, das war die Geschichte. Ja.
Nee. Kannst du vergessen. Du meinst American McGee's Alice oder was? Ach, das weiß ich halt schon gar nicht mehr. Das ist alles schon wieder so lange her. Oh no! Ich habe keine Munition mehr. Für den Granatwerfer. Das läuft. Gibt's hier irgendwelches feines Loot? Da gibt's einen unglücklichen Zombie. Ne, zwei sogar. Shit. Looks like it's the other way. Oh, come on. Ich hätte gedacht. Na gut, dann kommt mal raus hier, dann kann ich da rein. Irgendwelche Items? Ne. Looks like the only way forward. Soweit ich weiß, gibt es keinen Alice ab 18. Soweit ich weiß, war das ab 16. Aber ja, das dürfte es dann sein. Meinst du denn den ersten Teil oder Umbrella? Oder den zweiten, also den Asbach-Uralten, der auf Quake 2 oder 3 Engine lief, oder den neuen, den in Anführungszeichen neuen, den ich Let's Played habe. 2011 oder so. Nee, Hasi. Nee, nee, nee. Nee, nee, du auch nicht. Oh, das Licht ist hier. Hund. Oh. Hund wo? Ich höre dich. Ah! Get out of my face! Ich komme noch nicht gut auf schnelle Gegner klar. Okay, hier komme ich auf jeden Fall nicht lang. Oder Weide. Freunde. Achso, hier gibt es auch gar keine Items. Schade. Fuck. Boah, das war so klar, ne? Gott. Ja, ich bin serious scheinbar. Und ich hab die Knarre halt immer noch nicht, ne? Uff. Ja. Wäre jetzt schon nicht verkehrt, ey. Irgendwie so ein bisschen zumindest. Irgendwo. Komm, das könnte. Oh
Nee, der Bus. Der Bus. Raccoon. Raccoon-Dings. Bummens. Das ist der Bus. Wie am Anfang. Oh nö, ey. Ich hab halt nichts, was irgendwie... Na gut, dann muss ich wohl. Oh, come on. Nee, nicht auch noch ein Hund. Das läuft. Oh mein Gott. So, Freund, würdest du jetzt hier mal eine Pushen kommen, oder? Ah. Aber was, das ist ja Bullshit. Komm, hier. Ah, geht nicht. Oh. Mach ich das? Mach ich einfach mal. Hier, bitteschön. Ich habe keine Munition mehr. Gib mir Munition. Spiel, gib mir Munition. Ach, das ist die Orphanage. Ich habe schon gedacht, jetzt kommt irgendwie eine Arcade oder so. Nee, mit mir wirst du auch nie in den Krieg ziehen, denn ich werde definitiv niemals in den Krieg ziehen. Nicht gegen Zombies. Hang on, Sherry. Was schickst du da für komische Links, Suji? Ja, die Frage ist, ob du Alice Madness Returns von 2011 meinst oder American McGee's Alice von 2008 oder 2009. Nee, nur Quatsch, 2001. Nee, also ich sehe kein Bild tatsächlich. Warum... Mal ganz ehrlich, ne? Das ist ein Waisenhaus. Du bist ein Waise. Du kommst in ein Waisenhaus und das Erste, was du hier siehst, neben traurigen Hollywood-Schaukeln und einer ollen Rutsche, sind drei Gräber. Da fuck. Da würde doch jedes normale Waisenkind sofort wieder umdrehen. Mit Verlaub. Oh nee, jetzt ist William hier. Ich habe keine Munition mehr. Nein. Tu mir das nicht an, Spiel. Gehe ich mal nach oben und gucke, ob ich da irgendwie Loot finde in irgendeiner Art und Weise. Oder vielleicht ist alles abgeschlossen. Nee, ist es nicht. Sherry, are you here? Nee, ist sie nicht. Hoffe ich.
Ich hoffe, niemand ist hier, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, dass hier Loot ist irgendwo. Das lohnt sich. Wer braucht schon Munition? Oh hey, ich habe ja nur 4 Schuss. Brauche ich nicht, ich brauche Munition, ich brauche keine Heilung. Spiel, warum glaubst du, dass ich jetzt in diesem Moment Heilung bräuchte? Ein Brief vom Direktor. Den fraglichen Vorfall betreffend freue ich mich, berichten zu können, dass alles erledigt wurde. Am 19. Februar brach Proband 628 aus dem Labor aus und in unsere Einrichtung ein. 628 zählte zum Bewerberpool der Einrichtung und drang dort wohl auf der Suche nach Hilfe ein. 628, das ist wahrscheinlich Oliver, wurde von unserem Personal schnell festgenommen. Da an 628 einer der klinischen Versuche vorgenommen wurde, bestand die Möglichkeit, dass er sich mit dem Virus infiziert hatte. Wir haben darum zur Vorsicht sämtliche Probanden entsorgt. Dies wurde von unserem Sicherheitspersonal rasch erledigt, dem ich dafür herzlich danken möchte. Unseren Nachbarn haben wir erzählt, dass wir sämtliche Kinder aufgrund des baufälligen Zustandes des Gebäudes zur Sicherheit vorübergehend in ein anderes Waisenhaus umquartiert hätten. Was die Zukunft dieser Einrichtung betrifft, so habe ich vor, nach ihrer vollständigen Dekontaminierung weitere Probanden sicherzustellen. Ich verstehe sehr wohl, dass man hier keine Bilder anzeigen kann, aber ich hatte vermutet, Sushi nahm das an. Dass ich während eines Spieles nicht auf Links klicke, habe ich ja schon mehrmals gesagt, deswegen wäre es vielleicht hilfreich, einfach zu warten auf die nächste Pause oder daran zu glauben, dass ich weiß, um welches Spiel es geht. Wieder mehr Munition, die ich nicht benutzen kann. Ai, ai. Großartig. Nee, das war, glaube ich, bei Hitbox, Sushi. Also so hatte ich das auch verstanden, Sushi. Was hier Steffen wieder erzählt, das ist ja wieder völliger Quatsch. Eieiei. So, ich habe insgesamt 5 Schuss und 3 Granaten. Hin, ne? Von den 5 Schuss werden wahrscheinlich 3 daneben gehen. Finde ich super, dass Jesus Christ immer mit Scheiße oder Ach du Scheiße übersetzt wird. Und ja, die Alien-Vibes hatte ich schon bei den Hunden anfangs mit Leon. Wenn ich ehrlich bin. Das Tagebuch. Wen du das list, rufe ich die Polizei. Hier sind schwarze Männer. Die alle auffressen.
viele schwarze Männer. Hilfe. Sie kommen. Hilfe, Mami. Meinst du, das ist realistischere Schreibweise, Steffen? Findest du dich da eher wieder? Okay. Das ist gut. Das freut mich, dass du dich hier entsprechend repräsentierst, fühlst. Ich habe tatsächlich nie so geschrieben. Im Kindergarten habe ich vielleicht so geschrieben, ja. Aber da habe ich nicht viel geschrieben, deswegen habe ich da Scheiße geschrieben. Vielleicht war das ein Kindergartenkind. Who the fuck knows? Oh, hier geht's abwärts. Okay. Ich hätte trotzdem immer noch gerne irgendwie so ein bisschen Munition oder so. Oh Leute, ey, das gibt's doch nicht. Ihr könnt mir doch jetzt nicht erzählen, dass ich gegen William mit 5 Schuss und 3 Granaten ankämpfen darf. Ist ja auch mein Problem, ne? Ich hätte ja auch mal die MP einsammeln können. Nö, hätte ich ja machen können. Wäre durchaus eine legitime Geschichte gewesen. Ich meine, ich könnte ja immer noch meine Brandgranaten rausholen, ne? Sherry, where are you? Wenn ich denn irgendwo eine Kiste finden würde. Claire. Natürlich habe ich die MP nicht mitgenommen. Weißt du warum? Weil ich keine fucking Zeit hatte, den USB-Dongle zu finden. Weil die ganze Zeit über hinter mir ein verfickter Tyrant her war, der mich am laufenden Band in fucking Zombie-Horden getrieben hat. Hallo? Konversation? Och nö. Wo wir gerade davon reden. Don't stop. Don't stop. Lass uns hier reingehen. Oh. William. Mikael. Wake up. Wake up. Open your eyes. Hold still. Not infected. Sherry. Where's Sherry? Sherry. Sherry's fine. Do you know Sherry? Impressive display of strength. What happened to her? We have to assess the situation. Who are you? I'm Claire. I didn't foresee this. Excuse me. Where is she? Hello? What? Where's she? Annette, tell me, what happened to William? I don't know. Who is that? You're responsible for this. What?
Can you help me find Sherry? Seems to be evolving much faster than expected. Where are you going? Look, I don't have time to play 20 questions. Everything's under control. I need to find Sherry. My daughter is not your concern. Sherry finden. Wenn das alkoholische Getränk damit gemeint wäre. Ja. Dann wäre ich dabei. Obwohl ich da noch nicht mal trinke. Das Spiel will mich auch echt trollen, ne? Eieiei, danke. Danke, danke. Hochleistungsmunition für SL60. SLS60. Was ist denn Ditten jetzt ein Bericht über G? Ja, das alles unter Kontrolle ist eine großartige Phrase. Die klinische Erprobung des G-Virus wird bald ihre letzte Phase erreichen. Vor der Geburt von G, dem neuen Wesen, das die Menschheit überflügeln wird, möchte ich einige Dinge über dessen Biologie und biologischen Funktionen prognostizieren. Intelligenz. Die Intelligenz des Probanden wird sofort sinken und innerhalb weniger Tage verliert er sein Sprachvermögen. Gerade ausreichend nachvollziehbar an Steffen und seinen Chatnachrichten. Schließlich büßt er auch noch sein Bewusstsein und seine Menschlichkeit ein. G wird nur von Instinkten sowie Überlebens- und Fortpflanzungstrieb getrieben werden. Körperliche Fähigkeiten. Aufgrund seiner beschleunigten Zellteilung und Evolution kann er sich an jede Umgebung anpassen. Außerdem besitzt er die fantastische Gabe der Regeneration und kann mit herkömmlichen Mitteln kaum getötet werden. Reproduktionsverhalten. G's bemerkenswerteste Eigenschaft wird sein intensiver Fortpflanzungsdrang sein. Er wird instinktiv Menschen mit passender DNS suchen und mit ihnen ein Embryo einpflanzen. Okay, die Erfolgschancen sind allerdings relativ gering und wenn die DNS nicht sehr genau übereinstimmt, entsteht ein unterentwickeltes G-Wesen. Vermutlich sind nur leibliche Kinder des Probanden geeignet. So, Steffen, weiß Bescheid, was dir so bevorsteht. Ja. SLS60. Ach, du Christi Morten. Dat olle Ding. Na gut. Ich schmeiß mal alles hier weg. Das ist ja alles Quatsch. Ich hab so viel MP-Munition, ne? Also würde ich jetzt die MP finden, dann wäre das schon echt nicht verkehrt, ey. So. Nee, warte, das behalte ich tatsächlich mal mit, das verstaue ich. Das behalte ich, das wird verstaut. Die SLS nehme ich aber mit. In der Hoffnung, dass ich irgendwann... Was? Was? Nein! Warum denn das? Zum Verschießen wird ein stabilerer Rahmen benötigt. Ja, Arsch, ey. Ja, super. Kann ich das ja auch verschmutzen. Eine Aneinanderreihung von Enttäuschungen hier, ehrlich. Ah.
Wen soll ich mir holen? Ach so, den. Ja, prinzipiell. Dafür muss ich aber erstmal einen Weg da wieder zurückfinden. Das ist ja jetzt, ne? Nicht so einfach. Welche? Du meinst hier Samurai Edge? Ja, aber die benutze ich nicht, weil es so ein DLC-Ding ist. Habe ich jetzt gerade gespeichert? Ja, ne? Und wenn nicht, ist auch alles egal jetzt. Leck mich, Steffen, natürlich habe ich gespeichert. Och nö. Nicht die Kanalisation. Ach. Machen. Wäre ja auch zu einfach. Wäre ja auch zu einfach. Danke, Spiel, dass du mir das erst noch mal ersparst. Dieses Wesen. But why? But why? I don't have any munition. This is no fun. Los. Verteilt euch mal genau da. Ihr seid aber auch bitte tot. Das würde ich begrüßen. Also. Wow. Fuck! Ja, du kannst mich mal, ehrlich. Für dich gebe ich jetzt nichts aus. Das kannst du schön knicken. Nee, du kannst jetzt hier die ganze Zeit hin und her wanken. Das ist mir ganz egal. Oh. E-Mails an das Umbrella HQ. Direktor Owens, im Nest jagt ein Alarm den Nächsten. Ich weiß zwar nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meinen Bereichsleiter nicht erreichen. Wir sind gefangen. Bitte schicken Sie schnellstmöglich Hilfe. Direktor Owens, die Lage ist ernst. Das Nest wurde mit dem Virus kontaminiert. Einfach unfassbar. Das ausfallsichere System ist gar nicht angesprungen. War das ein... Ach, das habe ich ja schon gelesen. Fuck. Ja, komm. Nee, das kannst du vergessen. Goodbye. What is this? Sherry,
Sherry? Why didn't you stay in the house? It was safe there. Hey, Sherry! I was scared. Those things were everywhere, and... You should have called the police. That's what we taught you. I did, but nobody came, and you didn't answer your phone, so... Sherry, I don't have time for this. Oh, no. Sherry! Sherry, I'm coming! Hold on, Sherry. I'll be right there. Ach, ihr Hasi ist... Ich schieße auf die Beine, weil die Wahrscheinlichkeit, dass einem das Bein abfetzt, höher ist, als dass der Kopf explodiert. Und wenn man wenig Munition hat, so wie das bei mir gerade der Fall ist, möchte man schneller irgendwas erreichen. Und im Zweifel ist es angenehmer, einen langsamen Zombie zu haben, der kein Bein mehr hat, als einen fitten Zombie, den man 5-6 Mal in den Kopf geschossen hat. Müßig, das immer wieder erklären zu müssen. Freunde der Sonne. Ach, jetzt muss ich die Stecker finden. Nein, nicht schon wieder. Oh, fick doch dieses Rätsel. Wobei, warte. Na doch, nee, ich nehme die alle mit. Egal. Ich habe gerade gedacht, hier so, den Bauern brauchte ich sowieso nie. Im Grunde brauchte ich alle nicht. Aber man weiß ja nie. Ich hatte doch auch noch... Jedes Mal denke ich mir das. Jedes Mal denke ich, ich hatte doch noch Schießpulver, aber anscheinend nicht. Ich weiß nicht, wo das alles ist. Ja, was auch immer. Oh, Moment. Blaues Kraut. Das kann doch gleich mal hier mit grünem Kraut verbaut werden. So, verstauen. Wann du zuschaust, hä? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Das ist jetzt großkalibrige Munition, ja. Als hätte ich nichts Besseres zu tun, als ständig die ollen Waffen auszuwechseln. Das ist ja ein... Ah! Ein Trauerspiel. Nee, ich feuer immer genau nur dann auf den Kopf, wenn ich das meine, dass das sinnvoll ist. Und mit 5 Schüssen werde ich einen Teufel tun, auf den Kopf zielen. Da werde ich entweder gar nicht zielen. Ich meine, gar nicht schießen, zielen werde ich trotzdem. Oder aber ins Knie. Gibt's nichts mehr, ne? Ne. Von da komme ich. Ach, okay. Hier gibt's aber was. Zumindest theoretisch hier wahrscheinlich nicht, aber irgendwo in diesem Bereich wird es etwas geben. Aber Greta ist jetzt ja nicht hier. Und ich glaube auch nicht, dass Greta Interesse an Resident Evil 2 Remake hat. Ah. Leons Notiz. Claire, wenn du es bis hier geschafft hast, bist du fast aus der Stadt raus. Ich muss noch etwas erledigen, bevor ich hier weg kann. Aber falls ich es nicht schaffe, das war alles Umbrellas Schuld. Lass es die Öffentlichkeit wissen.
ID wristband required for cable car entry. Ja, dafür brauche ich Sherry. Sherry, Sherry, Lady. Lieferschein. Ach so, ja, der hitzebeständige Tresor mit dem. Mit dem Zeichen Kräutergedöns an der Seite. Der steht hier auch irgendwo rum. Ja, ich glaube nicht, dass sie das spielt. Ganz ehrlich, sowas spielen auch nur Leute, die nichts Besseres zu tun haben. So wie ich. Und Greta hat mit Sicherheit was Besseres zu tun. So Bildung und Aktivismus. 2, 12, 8. 2, 12, 8. Hallo. Ein verstärkter Rahmen. Ja, nice. Jetzt kann ich endlich die 3 Schuss benutzen, die ich gesammelt habe. Ist das nicht toll? Habe ich jetzt alles hier gesammelt? Ja, habe ich. Dann gehe ich doch mal wieder zurück. Was mir alles nichts bringt, Steffen. Unnötige Kommentare zum Beispiel. Und trotzdem kriege ich sie. Manchmal kann man sich Sachen einfach nicht aussuchen. Kann neben 9mm Kugel noch also behasebeher. Achso. Munition wechseln. Hab nur keine. Schlafen wird überbewertet. Ich bitte dich, Michael. Er braucht schon Schlaf. Crap. Das ist ja rot gewesen. Ach, ich muss ja rot hier. Das ist ja... Nein. Verstauen, bitte. Was für eine Hitze. Das sind 15 Grad. Nix Hitze. Genau, verstauen. Jetzt habe ich hier das olle. Ich probiere das jetzt einfach mal aus hier mit dem ollen Ding. Hochleistungsmunition. Da lohnt sich der Schuss in den Kopf. Was wollte ich jetzt? Genau, ich habe jetzt diese olle Kurbel. Tja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Ich habe jetzt die olle Kurbel. Ich kann die aber nicht benutzen. Ja, ich sag ja, Hochleistungsmunition. Red Dead Redemption. Jedes Mal, wenn sie das macht, denke ich mir so, oh hier, Arthur Morgan. Großartig. Oh, ich will eigentlich nicht hier hin, ne? Aber was hilft dir? Ach so, Digga. Ja, komm hier, was soll der Geiz? Leute, ihr habt's verdient. Nice! Hochleistungsmunition. Bam! Ah, sowas ist angenehm.
Was nicht angenehm ist, ist jetzt, was als nächstes kommt. Das ist eher... Aber zum Glück haben wir das Ding. Soll ich hier schon lang? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt erstmal hier wieder hin. Und gucke, ob ich irgendwas... Der lebt noch. Looten kann. Wobei Leben wohl... Ah ja. So, ich habe 5 Schuss normale 9mm Munition, ich habe 4 Brandgranaten, ich habe 3 Hochleistungsmunition, Schussdingsgedöns und ich habe 3 Granaten. Okay. Schlüssel für irgendwelche Türen, die ich noch nicht gesehen habe. Oh nee, nee. Da willst du noch nicht hin. Das machst du später vielleicht. Arbeitsraum, Aufzug. Ah, okay. Hier könnte ich gleich nochmal hier die T-Stange nutzen. Ich würde aber erstmal gucken, was ich hier so finde. Ach so, okay. Kaputte T-Stange. Oh nee, da will ich immer noch nicht hin. Ich werde jetzt erstmal hier die T-Stange nutzen. Warum muss ich jedes Mal, wenn ich T-Stange sage, an das Gebäck denken? Wenn wir wieder im Herrenhaus sind, Sushi, ist doch klar. Außerdem muss ich erstmal Barry finden. Moment, was ist das für eine Munition? Hochleistung! Oh, fuck yeah. Oh yeah. Die Hochleistungsmunition. Ich weiß nicht, wo es hier lang geht. Ganz ehrlich. Messer habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich für den Hochleistungsmunition verbraten will. Gürteltasche ist schön. Gürteltasche ist gut. Film ist... Pff, okay. Großkalibrige Pistolenmunition. Auch okay.
Was ist das für ein Geräusch? Das hört wahrscheinlich wieder mal keiner. Nur ich. Ja, ja. Du bist ein großer. Wait, what? Ach, du auch noch. Oh, ihr so viele. Ja. So, Motherfuckers. Explodiert mal alle. Okay, das ist Zeit für großkalibrige Pistolenmunition, glaube ich. Ah. Oder auch für ganz viele. Oder auch für ganz viele Schüsse daneben. Was zur Hölle passiert hier gerade? Woher kommen die alle? War schön. Glaubst du nicht ernsthaft, dass ich mich von sowas hier aufhalten lasse, oder? Pff, lächerlich. So, Nummer 2 geöffnet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier auch... Ja, genau. Ja. Seriously? Was ist auch witzlos hier mit den ollen Lappen? Gleich, glaube ich, nochmal genau abchecken. Was war das jetzt? SZF. Ich habe hier nur mal... Ach! Ich weiß wortwörtlich nicht mehr, wo ich lang muss. Kinders, so, was haben wir denn hier? Hochwertiges Schießpulver. Schießpulver groß, Schießpulver normal. Kombinieren wir das, warte, das große mal mit dem hochwertigen. Haben wir das? Ich weiß nicht, ob das sinnvoll war, aber hey. Ist doch auch alles egal jetzt. Wir haben es ja. Warte, bin ich in Gefahr? Nee. Immer noch alles Knorke hier. Also Warnung zwar, aber jetzt hier nicht. Nichts Ernstes. Alles noch im Bereich. Oh, ich kann sie nicht mitnehmen. Sehr gut. So, hier wollen wir, glaube ich, nicht lang. Aus gehabten Gründen. Das Ding könnte ich theoretisch mitnehmen. Ja, komm, hier nehme ich das mit. Hier bin ich wieder gesund. Das Ding nehmen wir mit. Können wir gleich ein bisschen Videos gucken. Nicht, dass wir das nicht schon gesehen hätten, aber... Hey! Was soll der Geiz? Hier ist auch nichts mehr. Hier ist aber doch irgendwo noch was. Man weiß nicht was. Ach, stimmt.
Der Turm. Der Turm. Aber wisst ihr was? Es ist jetzt kurz vor zwei. Ach stimmt, ich muss jetzt hier wieder durch die Pampa. Nee, das will ich nicht. Es ist jetzt kurz vor zwei. Ich suche jetzt nochmal eben hier einen Speicherort. Und dann wird gespeichert. Dann bin ich weg. Denn ich gehe schlafen. Niemand kann mich aufhalten. Vor allem nicht Steffen. Genau, geht nur noch 10 Minuten das Spiel, ich weiß, Steffen, genau. Och, Curl. Das gibt's doch nicht. Inventar ist voll am Arsch. Okay, merke, Hochleistungsmunition liegt hier noch rum. Die gute Hochleistungsmunition. Jeder braucht sie, jeder will sie. Fuck, jetzt sind wir hier wieder. Ausgezeichnet. Oh. Bester Ort. Bester Ort. Hallo Frank. Jetzt kommst du tatsächlich unpassend, denn ich bin gerade kurz davor zu... Jetzt bin ich falsch gelaufen. Kurz davor, den Strom wieder zu beenden. Weil wegen 2 Uhr und so. Aber nett, dass du nochmal reinguckst. Kann ich den Schlüssel wegwerfen? Den habe ich schon weggeworfen. Nee, habe ich nicht. Hast ja recht. Das vergesse ich immer ganz gerne. Warum kann ich das jetzt nicht benutzen? Was ist das für ein Bullshit? Warum geht das nicht? Ach, weil das offen ist. Okay, never mind. Nee. Lasst mich doch. Den brauchen wir noch. Habe ich jetzt? Tatsache, ich habe Schießpulver da. Das gibt's doch nicht. Großkalibrige Pistolenmunition. Nee, ich spiele nicht zu Ende. Ich bin müde. Dann spiele ich die 10 Minuten halt morgen oder so. Da werde ich mit leben können. Ist ja nicht so, dass das Spiel nicht noch andere Modi hätte, die man im Anschluss spielen könnte. Nicht, Kenners. Wobei, wartet mal. Wisst ihr, was ich jetzt noch mache? Bevor ich das hier beende. Mir die MP holen. Die MP holen. Oder zumindest hier, ne? Und so. 12 A's. So. Hier könnte ich mal hin und ein bisschen bereinigen. Help, what's up with
Jesus. Was für ein Quality-Ding meinst du? Gott, wie war das denn noch? Neun, 15, 7. 9. Fünfzehn. Sieben. Ah, ein Segen. Ein Segen. Was bist du denn jetzt schon? Was bist du denn? Oh, was soll das denn jetzt hier? Oh wow. Ja, super. Läuft bei mir. So, was war das jetzt hier nochmal? M. R. Und MRG. MRG. Und hier war... Oh. Ach. Ja, man, stimmt ja gar nicht. Hier ist in der Mitte. Ah. N, E. D war das doch, glaube ich, ne? Das war ein, ja. Ned. Ned. Schnelllader. Cool. Muss man erstmal was zu laden haben. Nee, das hat sich automatisch gelöst. Ach, die Qualitätsoption meinst du? Ja, der hat sich automatisch gelöst, nachdem ich auf 720 gestellt habe. Quasi direkt unmittelbar danach. So ist das manchmal. Ah. Moment, Amoy. So, habe ich jetzt noch hier irgendwo was? Habe ich tatsächlich. Hier gibt es noch irgendwelche Items, die ich noch nicht eingesammelt habe. Ein großer Quatsch. Bam. Was war das jetzt? Großkalibrige Pistolenmunition. Ja, so ist das manchmal. Ne? Mal funktioniert es und mal nicht. Erst einen. Das könnte, wo ich jetzt gerade schon mal hier bin, daran liegen. Dass ich noch nie wirklich oben war, weil ich immer irgendwie verfolgt wurde. Oh,
wollte gerade sagen, hier könnte ich mal zumachen, aber es ist schon zu. Wo ich also gerade nicht verfolgt werde von Onkel T. Räume ich doch mal alles leer, was ich kann. Oder habe ich etwa schon alles leer geräumt? Tatsache. Nee, ich war noch nicht in der Wäschekammer. Ich hoffe sehr, dass hier oben kein Licker rumfliegt. Dongle habe ich immer noch nicht. Was macht Sinn? Immer noch nicht. Okay. Mir so blöd bei. Was? Nee, warte. Scheiße. Weiß ich nicht. Ist es so, dass es dadurch erhöht wird? Ich hatte den Eindruck oder auch, glaube ich, mal die Information erhalten, dass Twitch das relativ... Was heißt relativ, dass Twitch das absolut random regelt? Kriegst halt die Rechte oder nicht? War das die Zelda? Weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Aufenthaltsraum. Warte mal. Ach so. Ach, hier sind wir. Nee, ich will jetzt die MP. Gib mir die MP. Oder zumindest irgendwas in der Richtung. Aber ich gehe jetzt erstmal hier. Oh. Ich habe kein Kraut, deswegen ist das auch egal. Überhaupt. Stinknormale Pistolenmunition. Ja, geil, ey. So, jetzt kann ich nochmal eben ganz nach oben gehen.
Gott. F. Oder war das hier Cap? Nee, Cap war das nicht. Was war denn das? Ja gut, es mag sein. Die Kapazitäten werden da wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Da hast du recht. Warte mal. Was habe ich denn im Lagerraum nicht aufgesammelt? Oder turnt da noch der Licker rum? Deswegen ist das rot. Das könnte sein. Tatsache. Geben wir ihm einen mit? Jo. Das war's. Aber es ist trotzdem noch immer rot. Okay. Das heißt, irgendwas habe ich hier nicht aufgesammelt. Oder aber der Zombie rennt hier noch rum. Das kann natürlich auch sein. Ja, komm. Dem geben wir dann eine Hochleistungsmunition mit. Das ist es uns wert. Oder liegt hier noch was rum? Moment mal. Nee. Das ist das. Das kann nicht wahr sein. Hier muss es doch irgendwas geben. Oder bin ich bescheuert? Bin ich verrückt? Hat man mich in den Wahnsinn getrieben? Was ist aus mit mir? So, das Kombinationsschloss, für das ich die Kombination nicht habe, wurmt mich zwar ein bisschen, aber vielleicht habe ich die auch irgendwo, ohne es zu wissen. Ah, warte. Da will ich doch erst noch mal abchecken. Schließfachterminal. Nee, das ist ja Bullshit hier. Warte. Nee. Notizbuch mit fehlender Seite. Ausgerissene Seite. Nee, sag erstmal nicht. Reparaturplan. Ach, das ist der rote Stein. Okay. Ja. Die Licker. Ja, nee.
vertraue einfach mal auf meine Fähigkeit, das noch irgendwo zu finden. Hast du jetzt einen Auftrag quasi? Ah, Item. Neat. Okay, jetzt. Jetzt geht's tatsächlich mal Richtung Schließfächer. Oh, ist das angenehm, hier rumlaufen zu können ohne. Hä? Oh. Ohne hier ständig Angst haben zu müssen. Ja, verkehrt. So. Nee, tatsächlich erstmal nicht, ne. 2, 3, 6, 9. 2, 3, 6, 9. 2, 3, 6, 9. So. 2, 369, 369, 369, 3, 6, 9, 2, 3, 6, 9. Und hier sind es 8. 3. 8 und 3, okay. 2. 2, 0, 3. Und 2, 0, 8. Oder habe ich mich jetzt hier vertan? Nur noch einen vergessen. Gürtel Dash. Neat. Nee. Es müssten alle gewesen sein. Ja. Gut, dann schauen wir doch mal. Hier habe ich noch was vergessen. Tatsächlich. Ein Item hier im. Ein Skandal. Alles weg. So, ich bin jetzt im Begriff, die Filme zu entwickeln, die ich habe. Ich meine, ich habe noch einen. Neben dem, den ich hier gerade am Start habe. Dann genau da. Dann war ich der krassen Überzeugung auch noch Schießpulver zu haben, aber ist offensichtlich nicht der Fall. Wie so häufig. Kann ich mir nicht erklären, warum ich immer das Gefühl habe, immer noch Schießpulver irgendwo rumfliegen zu haben. Erinnerungsfoto. Ach so, ja, ja. Das stimmt. Das habe ich gar nicht getan, ne? Warum eigentlich nicht? Moment. Warum eigentlich nicht? Kann mir das mal einer sagen?
Moment mal. Warum habe ich das nicht? Ist das das ist bestimmt. Das ist bestimmt der Knackpunkt. Und zwar um das Buch und die Statue. Ich bin nämlich der Meinung, dass ich irgendwoher den USB-Dongle brauche. Für die MP. Ich weiß aber nicht mehr genau, woher ich den hatte. Deswegen werde ich jetzt einfach mal Richtung Statue. Ja, berichtet. Richtung Statue laufen. Und es damit versuchen, oder? Aber es war hier drin. Moment mal. Welcher war das denn jetzt? .15.7 war der verkehrte. Nee, das war doch ein anderer. Konfiszierung. 6.6.2.11. Ah, crap. Ich meine, ich will jetzt mich nicht beschweren, ne? Aber es ist nicht der Dongle. So. Yes. So. Kombinieren. So. Da bitte. Jetzt habe ich das Zepter. Und mit dem Zepter habe ich... Nein. Das Juwel. Und mit dem Juwel habe ich... Nicht tot. Okay. Dann mache ich doch einen Abgang. Das ist es mir nicht wert. Ich wollte sagen, mit dem Zepter habe ich das Juwel. Und mit dem Juwel, da komme ich dran vorbei an der Eulen. Mit dem Juwel kann ich die Schatulle öffnen. Und ich hoffe, dass in der Schatulle letztlich der Dongle drin sitzt. Ob er das tut, weiß ich nicht, aber man kann es ja zumindest versuchen. Warte mal, JMB. Rausnehmen, das kann ich mal eben kombinieren. Genau. Warte, nee, hier packen wir da hin. So viel Munition, meine Herren. Bombs, da ist es. So, jetzt muss ich die Treppe hoch. First Floor ist es, glaube ich. Nee, Second Floor. Ja, Second Floor. Bin ich eigentlich der Einzige, der es seltsam findet? Dass
dass das Benennen von Stockwerken sich im Englischen und Deutschen so sehr unterscheidet. Ach warte, ich muss den Dongle erst zum Dongle machen. Nee. So. Nee, das glaube ich nicht, dass ich der Einzige bin. Oh, nice. Brief an die Star. Ach, das sind hier wieder. Das ist ja hier. Ach, nee. Fucking. Das wollte ich auch sagen. Danke, Claire. Genau mein Denken. Totaler Bullshit. Das ist sowas von nicht Chris, ne? So. Jetzt habe ich hier voll die Maschinenpistole, Alter. Ja, ne? Ich meine, das ist ja eigentlich... Erdgeschoss gibt's halt im Englischen nicht. Da geht's direkt mit dem ersten Stock los. Das Erdgeschoss ist der erste Stock. Und kann man machen, aber... Hä? So, das ist leer. Und hier in der Bibliothek ist anscheinend nur noch ein Messer. Was brauche ich das? Vielleicht will ich das. Vielleicht will ich das einfach haben. Vielleicht gehe ich da jetzt hin, weil ich das einfach haben will. Und alle können mich mal. Weil hier ist Warnung. Eigentlich ist das totaler Bullshit, ne? Aber ich will dieses Messer. Was hast du davon? Nur weil ich das Messer will. So. Ist hier alles. Nee, hier ist tatsächlich immer noch was. Das wurmt mich ja jetzt, ne? Was ist denn hier noch? Was noch rumliegen. Oder oben? Wobei, das wäre ja Quatsch, dann... Oh! Hinter dem Dings. Alles klar. So, jetzt geht's in die Eingangshalle. Da liegt nämlich anscheinend auch noch was rum. Nee, du kannst mich holen. Ich hab gesagt, du kannst mich mal. Lass das sein. Aus. Okay, jetzt könnte ich Heilung gebrauchen. Aber ich sehe schon, was da hinten liegt. Genau, das war das mit den Verschieben der Teile da. Weshalb ich da auch ran konnte. Sonst wäre das gar nicht drin gewesen. Okay, hier ist alles blau. Wow. Erster und zweiter Stock sind durch. Hier ist das Kombinationsschloss, das mir fehlt. Und tatsächlich, hier ist dieses beschissene Schloss, das ich noch nicht geöffnet habe. So, ich gehe mal eben heilen. Und dann
Pause machen. Da liegt Marvin. Der Marvin. Boah, ich schmeiß jetzt einfach mal alles hier rein, ne? Also gefühlt alles. Vor allem die MP hier. Ne, warte mal, den Dongle, den setze ich nochmal gleich ein, nachdem ich mich geheilt habe. Den Dongle. Ja, Pause im Sinne von ein paar Stunden Pause. Da muss ich arbeiten und dann mache ich irgendwann weiter. Moment, das kann ich wegschmeißen. Na gut. Tschüss. Nee. Oh. So, für was war jetzt hier der... MQ-11. Was war denn? War das die MP oder was? Ah ja. Was fasst die denn? Vierundzwanzig, okay. Ich dachte, das wäre so Hochfrequenzgedöns. Nun gut. Ja. Pause, was? Schluss für heute, Kinder. Ich speichere und dann ist... Ist beim letzten Mal vermutlich, beim nächsten Mal vermutlich Endspurt. Bis dahin steht Claire hier so rum. Und weiß nichts mit sich anzufangen, so wie mir scheint. Ja, schlaft auch recht fein. Danke, dass ihr dabei wart. Und lasst euch nicht ärgern. Träumt keinen Scheiß.